Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Hier geht es heute um das Thema im Beauty-Business als Kosmetikerin erfolgreich sein. Ja, was braucht man dafür im Jahr 2023 und auch in den nächsten Jahren? Weil die Konkurrenz hat natürlich zugenommen. Es gibt durch das Internet so viele neue Vermarktungsmöglichkeiten. Und wir wollen heute mal einfach ein bisschen auf diesen Markt schauen und mal gucken, wie man dort erfolgreich werden kann, bleiben kann und was es dafür braucht. Und ich habe zwei absolute Expertinnen dazu heute bei mir im Studio, nämlich von Corinna Keppeler Consulting. Einmal Corinna und einmal Veronika. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Dankeschön, hallo. Vielleicht die erste Frage direkt. Wir haben ja ein bisschen Vorgespräch geführt und ihr habt gesagt, das Thema Positionierung ist super wichtig. Mhm. Jetzt würde ich als Laie natürlich sagen, jemand, der Kosmetikerin ist, eine Dame, die Kosmetikerin ist, die ist doch schon positioniert. So, was heißt Positionierung bei euch? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also Positionieren heißt für uns, dass man wirklich mit seinem sogenannten Bauchladen aufräumt. Wir haben viele Kunden, die kommen wirklich aus Hand- und Fußpflege. Oder es ist halt so gewachsen, ja, das Studio. Das heißt, eher aus den klassischen Behandlungen. Und deshalb empfehlen wir immer, dass man sich auf gewinnbringende Dienstleistungen positioniert. Also wirklich auf die Hautbildverbesserung beispielsweise, auf Anti-Aging, dauerhafte Haarentfernung etc. Weil so können wir halt die Kundin wirklich bei der Zielgruppe auch gewinnbringend positionieren, sodass man dementsprechend auch einen ganz anderen Stundenumsatz gewährleisten kann. Mhm. Okay. Das ist schon mal ganz interessant. Also ich habe das auch schon mal gehört, dass so Hand-Fußpflege jetzt nicht so wirklich Umsatz bringt, aber es gibt natürlich dann viel attraktivere, interessantere Sachen. Jetzt würde wahrscheinlich instinktiv jede Kosmetikerin, die das jetzt hört, sagen, ja, aber dann verliere ich ja die Hälfte meiner Kunden. Das ist gut so. Das ist gut so, ja. Ja. Also wir sagen in der Zwischenzeit immer, du musst die Preise erhöhen, damit du Kunden verlierst. Mhm. Also es geht ja nicht darum, dass man einfach Kunden hat, sondern dass man auch, wie soll ich sagen, wertvoll mit der eigenen Zeit und Energie umgeht. Und wenn ich nochmal zurückgehen darf auf Positionierung, Positionierung in kurz ist ja so was wie, was machst du für wen und warum eigentlich? Ich finde, das Warum ist immer ganz wichtig. So, Positionierung hat was damit zu tun, wer du da eigentlich in Zukunft sein möchtest. Was macht dich glücklich? Mhm. Also ich habe noch nie eine Kosmetikerin getroffen, die nicht leidenschaftlich Kosmetik macht. Mhm. So, das ist das eine, aber sie darf sich auch glücklich machen dadurch. Deshalb ist ja die Frage bei der Positionierung auch, was magst du am liebsten machen? Was macht dich happy? Was kannst du am besten? Mhm. Was willst du anbieten? Und alles andere, den ganzen Kladderadatsch, den ganzen Bauchladen, den darfst du gerne wegstreichen, weil wenn du dich dann auf das konzentrierst, was du gerne machst, wirst du die Menschen anziehen, die genau das wollen und sie spüren auch, auf welche Frequenz du das machst und wie sehr du das liebst. Jetzt habe ich dann die Hälfte meiner Kunden verloren, habe natürlich jetzt nur noch die gewinnbringenden Leute da, aber halt auch sehr viel freie Zeit. Was soll ich mit dieser freien Zeit denn dann machen? Ja, soll ich Marketing machen? Soll ich Flyer drucken? So? Was ist dann der nächste Schritt quasi zum erfolgreichen, auch unternehmerisch erfolgreichen Studio quasi? Also wenn die Kunden mit uns starten, gehen wir erstmal wir arbeiten die Positionierung aus. Wir schauen natürlich ganz genau uns auch die Region an. Wir schauen uns alles ganz genau an. Also da kann man sich schon mal ziemlich gut absichern. Dann gehen wir auch mit unseren Kunden durch die Kalkulation. Das heißt, wir werden richtig mal alles durchkalkulieren, jede einzelne Behandlung, meine Minutenpreise, meinen Lohnfaktor und. Also da kann man sehr gut seine Zeit dann auch dementsprechend dafür aufbringen. Und dann wissen wir auch zukünftig ganz genau, wie müssen wir unsere Preise kalkulieren. Und unsere Kunden brauchen davor keine Angst haben, weil wir drehen dann den Film. Das heißt, wir bringen wirklich die Kunden mit ihrem hochpersonalisierten Positionierungsfilm in die Sichtbarkeit. Die Werbeanzeigen, das alles übernehmen wir. Das heißt, das machen wir, setzen wir für die Kundin auf. Wenn sie möchte, können wir das auch zeigen, wie sie das zukünftig selber für sich machen kann. Und dann ziehen wir ab dem Moment, wird sie in ihrer Region wirklich so sichtbar, dass der Kalender sich von der ganz alleine füllt. Also da braucht sie gar keine Angst haben. Mhm. Und ich wollte noch was zum Thema Zeit sagen. Mhm. Sie hat auch viel mehr Zeit für die einzelne Kundin und Kunden. Also wir beraten ja ganz viel dahingehend, wie vor allem auch Neukunden, aber auch Bestandskunden, da, wie man die so in Empfang nimmt. Und die Menschen heute, die suchen ja ganz viel nach einem Ort, wo sie gesehen werden, gehört werden, wo man sich um sie kümmert und Wertschätzung zeigt. Und Zeit zu schenken ist die größte Art der Wertschätzung. Und deshalb darf die Kosmetikerin für diese Kunden, die sie eben auch wertschätzen für das, was sie kann, viel mehr Zeit lassen. Und das wird sich am Ende auch in der Kasse widerspiegeln, weil Menschen, die sich da wohlfühlen, die
kommen auch gerne wieder. Genau. Wie ist das üblicherweise, wenn Kosmetikerinnen sich an euch wenden? Mhm. Was ist da meistens so der Status quo? Also in welcher Situation kommen die quasi zu euch? Sind die komplett überarbeitet oder haben die einfach gar keine Kunden? Ja, tatsächlich. Aber warum? Überarbeitet, unterarbeitet? Also alles, beides. Beides, ja. Also und es gibt noch eine dritte Variante. Ja, die dritte, okay. Also mir fällt jetzt wieder die Kosmetikerin ein, die total überarbeitet ist, ja, die wirklich rödelt, die im Hamsterrad springt und es aber nicht schafft, dass irgendwie was liegen bleibt, dass sie davon leben kann. So, dann haben wir die Kosmetikerin, die weiß, sie möchte was ändern, aber sie weiß halt noch nicht, wie sie das jetzt angehen soll. Sie möchte sich auch, sage ich mal, modernisieren, neu ausrichten und sucht da Unterstützung. Und was ist der dritte Fall? Ja, das ist so mein Mischfall schon. Also die erste, wo zu wenig stattfindet, die zweite, wo zu viel stattfindet und die dritte, die einen Weg sucht, sich selber zu verwirklichen oder die jetzt einfach Lust drauf hat, ja, was Neues für sich aufzubauen, ein neues Projekt zu verwirklichen und auch fürs Alter vorzusorgen, aber schon drüber hinaus zu gucken, ja, was kann ich jetzt aufbauen, was dann, wenn ich mich auch mehr zurückziehen will, wieder aus dem Tagesgeschäft auch noch für mich arbeitet. Mhm. Okay, klar. Und das sind dann so letzten Endes, ihr habt es ja gerade schon gesagt, dann geht es eben in die eigentliche Arbeit rein. Gibt es so Sachen, die Kosmetikerinnen üblicherweise dann auf eigene Faust probieren, bevor sie zu euch kommen? Und warum klappt das nicht? Also was sind so die häufigsten Do-it-yourself-Hotfixes, die ihr seht, wo ihr dann denkt, so, ach ja, das hättest du ja eigentlich direkt sparen können? Ja, also viele haben ja tatsächlich schon mehrere Coachings hinter sich beispielsweise, möchten halt dann nur eins umsetzen, Thema Online-Marketing und es klappt halt nicht. Viele haben sich an Marketingagenturen gewandt, weil sie einfach an der Stelle nicht weiterkommen, merken halt auch, das klappt nicht so und wir bieten halt wirklich die ganzheitliche Lösung an. Also unser Consulting bietet, sage ich immer, den Werkzeugkoffer für die Kosmetikerin an, wir schauen, wo steht sie und dann können wir halt wirklich Schritt für Schritt durchbegleiten und wirklich so die ersten Etappenziele erreichen bis zum ganz großen Ziel und unsere Kunden sind dann, fühlen sich halt, sollen sich auch betreut fühlen und wir merken halt, dass sich die, ich komme ja meistens mit einem Anfangsziel und mit einem Anfangswunsch kommen sie und die Ziele entwickeln sich ja auch weiter und so können wir halt auch mit der Kundin in die Skalierung gehen und somit wird sich auch die Verlängerung meistens, verlängert sich bei unseren Kunden, weil die halt wirklich auch in unserer Community so gut aufgenommen werden und sie können sich auch gegenseitig supporten. Das merken wir halt, dass es jetzt in der heutigen Zeit ganz auch wichtig ist. Dass man zuhört und dass man auch aufgenommen wird. Ja. Viele, die bevor sie uns treffen, haben natürlich auch schon bestimmt das Sammelsurium an apparative Kosmetik zusammengekauft oder geleast und Behandlungskonzepte mag ich es dann gar nicht so nennen, einfach mal Behandlungen so bepreist. Das ist das eine, wo wir dann gerne miteinander aufräumen, auch mit einer vernünftigen Kalkulation beispielsweise und wieder Bauchladen ausmisten. Und das Zweite, was ich halt oft merke, ist, ja, meine Homepage, die habe ich selber aufgebaut, hat mich viel Nerven gekostet, aber die ist jetzt schon so lala und das wird schon funktionieren. Oder sie machen halt irgendwas Konzeptloses auf Social Media und das ist das, was heute nicht mehr funktioniert. Und wo Kunden da draußen oder potenzielle Neukunden wirklich sehr, sehr sensibel sind, wenn das ganze Auftreten einfach nicht stimmig ist und wenn das unprofessionell aussieht und auch verkaufspsychologisch überhaupt nicht funktioniert. Ja, ihr habt jetzt gerade eben schon ein bisschen was angesprochen, dieses Thema Coaches da draußen. Mhm. Es gibt ja einige, die da beraten wollen, coachen wollen. Was würdet ihr sagen, schwarze Schafe schon unterwegs und worauf sollte ich denn achten, wenn ich mir einen Coach hole? Also worauf sollte ich als Kosmetikerin wirklich ernsthaft Wert legen, was so auch vielleicht so unverhandelbare Dinge sind, wo ihr sagt, wenn das gegeben ist, dann wird es bestimmt gut oder besser gut. Ja, ich persönlich finde es halt sehr wichtig zu schauen, wo ist der Coach unterwegs und kommt der überhaupt aus meiner Branche? Also weiß er, von was er spricht? Also hat der überhaupt Praxiserfahrung? Und das ist, denke ich mal, so die erste Regel, die man beachten soll, weil wir sehen halt, der Markt ist komplett durchmischt und ganz oft von Coaches, die eigentlich von dem Ganzen, was sie machen, gar keine Ahnung haben. Mhm. Ja, und das Zweite ist, glaube ich, schon auch ganz viel auf einer persönlichen Basis. Mhm. Also es gibt sehr viele berechtigte Coaches und ja, wissen wir ja selber, aber wenn es halt nicht funkt, so wenn man nicht auf derselben Frequenz sendet und empfängt, ja, dann kann es auch nicht erfolgreich werden. Ja, also aber so ein bisschen schauen, wie es so menschlich und wo kommt die Person her, wie ist da der fachliche Vorbereich quasi. Ja. Okay, alles klar. Jetzt, ihr selber seid ja in dem Bereich auch unterwegs, aber bevor wir jetzt auf euch und euren Werdegang kommen, würde mich mal interessieren, ihr habt ja mittlerweile auch wirklich viele
Kosmetikerin dabei unterstützt, da erfolgreich zu werden. Mhm. Und klar, jeder Kunde ist irgendwo Lieblingskunde, aber vielleicht gibt es ja so einen Fall oder eine Geschichte aus der letzten Zeit, die auf euch dann vielleicht berührt hat oder inspiriert hat, wo ihr selber gesagt habt, hätte ich nicht gedacht, dass es das so krass läuft. Was ist so eine klassische Kundenstory, die ihr vielleicht mal mitbringt, wo ihr mal so ein bisschen erzählen könnt, wie das abläuft, wenn ihr euch arbeitet? Also da habe ich echt eine spezielle Story, weil als die Kundin sich bei uns gemeldet hat, war ich mir zu Anfang unsicher, ob wir überhaupt ihr noch helfen können, weil sie wirklich, finde ich, für die Branche schon was ganz Besonderes aufgebaut hat. Also sie hat tatsächlich über 12 Mitarbeiterinnen und das ist schon wirklich ein ganz großer Salon. Aber selbst ihr konnten wir jetzt helfen, dass sie wirklich mehr nochmals mit diesem Expertenstatus in die Sichtbarkeit kommt und dementsprechend auch endlich die Kunden anspricht, die sie halt über Jahre schon versucht zu erreichen, aber nie erreicht hat und deshalb sich nie aus dem Nagel- und Fußpflegebereich komplett lösen könnte. Und das ist jetzt auch mit unserer Zusammenarbeit wirklich, ist es ihr gelungen, ihre Umsätze nochmals zu steigern und die Mitarbeiterinnen wirklich komplett auch auszulaschen. Das ist schon bei so einer großen Anzahl von Mitarbeitern wirklich, da muss der Terminkalender schon voll sein. Und halt auch, dass wir es nochmals geschafft haben oder dass sie es geschafft, dass das Team wirklich in eine Richtung läuft beziehungsweise wirklich hoch motiviert sind. Auch die Verkaufsumsätze konnten wir halt extrem steigern durch die Schulungen und durch die Unterstützung von uns. Genau, das war für mich und ganz besonders. Hat man dann auch gemerkt, es knirscht dann auch bei einer sehr erfolgreichen Kosmetikerin dann auch mal im Gebälk, weil sobald du was in Bewegung setzt, ja, gibt es da Spannung, die sich dann auch wieder auflöst. Und ja, bei ihr merkt man eben, wie es gut tut. Das hat sie auch, meldet sie uns auch immer wieder so zurück. Man hat ja, wenn man in der Verantwortung steht, auch für viele Mitarbeiter oft gar niemand, mit dem man darüber reden kann. Mhm. Ja. Also dein Partner versteht es nicht, deine Mutter versteht es nicht, deine Kinder nicht so richtig. So, und mit uns und mit Corinna hat man eben Menschen an der Seite, mit denen man auf Augenhöhe auch das diskutieren kann, besprechen kann und da auch, naja, die Emotionen, die da auch mit eine Rolle spielen, auch ehrlich und offen austauschen kann. Ja. Ja. Jetzt habt ihr ja vorhin schon so ein bisschen über das Thema Background gesprochen. Mhm. Was ist denn euer Background? Also wo kommt ihr her, selber mal einen Salon gehabt oder mehrere vielleicht sogar? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich persönlich bin staatlich anerkannte und ärztlich geprüfte Kosmetikerin. Ich habe mich mit 21 selbstständig gemacht in der Branche und habe dann halt auch gemerkt, ja, dass es halt total mein Herzensprojekt ist. Ich bin relativ schnell von 40 Quadratmeter auf über 220 Quadratmeter gewachsen, habe dann auch schnell so die Positionierung angepasst. Und ja, Online-Marketing ist eigentlich was, oder Marketing allgemein, Design hat mich halt immer stark beschäftigt. Deshalb habe ich jetzt mich auch wirklich die letzten Jahre intensiv mit diesem Thema beschäftigt, habe mich da richtig eingearbeitet. Und so kamen halt immer mehr Kolleginnen auf mich zu. Und ja, dann dachte ich mir, alles klar, ich meine, wenn wir wissen, wie es geht, können wir es auch anderen zeigen. Und das Schöne ist halt, dass wir wirklich noch eine Praxis haben. Wir können alles immer bei uns testen und dementsprechend an unsere Kunden alles, was funktioniert, weitergeben. Wir können auch Schulungen anbieten vor Ort. Und wir sind jetzt aktuell auf über 340 Quadratmeter. Wir haben einen Kosmetikbereich, wir haben unsere eigene Kosmetiklinie, wir haben einen Sportbereich mit dabei. Und somit ist das eigentlich der perfekte Background fürs Consulting auch. Genau. Ja, viel besser geht es eigentlich Nein. gar nicht, kann man sagen. Wie viele Leute habt ihr mittlerweile da unterstützt, kann man das sagen? Also wir haben jetzt bestimmt schon über, das muss ich gerade überlegen, so, wir haben ja immer noch Kunden, also unsere Kunden, das ist das Schöne, die verlängern, also es spricht eigentlich dann auch für unsere Arbeit. Somit, ich glaube, wir sind jetzt bei 28 Kunden, die wir wirklich durchweg betreuen und Gott sei Dank haben wir keine Fluktuation und das ist für uns eigentlich, ja, sehr schön und es dürfen auch gern mehrere kommen. Wir wollten halt langsam wachsen, ja, weil wir natürlich auch erst unsere Prozesse aufsetzen mussten, sodass wir auch automatisieren können, unseren Memberbereich und so weiter. Aber jetzt ist es einfach die Zeit gekommen. Wir bringen jetzt auch unser Ratgeber raus, also unser Buch raus für Kosmetikerinnen. Und ich denke, wir sind jetzt bereit, dass wir noch mehr Kunden annehmen können, aber mit der gewohnten Qualität. Okay, wann kommt das Buch? Das ist jetzt schon im Druck. Das heißt, es müsste jederzeit dann die nächsten Tage wird es da fertig. Wir können drüber reden, weil das dauert ja noch ein bisschen, bis es hier released wird. Wir werden es auf jeden Fall unter dem Video hier verlinken. Es ist im Grunde schon draußen. Ja. Worum geht's? Ja, worum geht's? Eigentlich geht es immer darum, dass Erfolg jetzt gar nicht so eine Erfolgsformel hat, sondern es, wie soll ich sagen, wir beschreiben im Buch alles, was dazugehört, um erfolgreich sein zu können, aber im Grunde ist es ja wie ein Buffet, also jeder Mensch ist anders und wir haben gerade gesagt, so jede unserer Kundin kommt aus einer anderen Ecke, aus einer anderen Situation raus und hat einen anderen Weg und deshalb möchten wir mit unserem Buch vor allem aufzeigen, ja,
welche Strippen man ziehen kann, was heute in der modernen, sage ich mal, Post-Corona-Zeit so die wesentlichen Faktoren sind für Erfolg in dieser Branche überhaupt, haben wir nochmal auch so ein Ist-Zustand mhm. oder eine Prognose auch für diese Branche gemacht, mhm. die, wie ich finde, durchaus eine sehr, sehr positive ist, wenn man sich jetzt in Bewegung setzt. Und das, was das Buch auch widerspiegelt, ist natürlich auch im Titel schon drin. So, wir möchten, dass man vor allem in diesem Dschungel, wo sich viele Selbstständige heute vielleicht ein bisschen hilflos fühlen oder denken, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, dass man den Durchblick mhm. wieder bekommt. Ja, wir erfinden ja nichts Neues. Also Erfolg kommt natürlich vor allem von deiner Haltung, von deiner Offenheit dafür auch unternehmerisch zu denken, Verantwortung zu übernehmen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Da musst du noch gar nicht wissen, wie funktioniert eine Werbeanzeige, Meta-Ads oder Copywriting oder Verkaufspsychologie, sondern Erfolg fängt bei dir selber an. Das war uns ganz wichtig zu sagen, mhm. Dass wir die Kosmetikerinnen auch ermutigen, aus ihrer Klischee-Ecke endlich herauszutreten, weil diese Gesellschaft ist bereit dafür zu verstehen, dass Beauty-Profis Unternehmerinnen sind und dass es ein Business ist. Und genau. Wir wollen die Frauen und Männer da ermutigen, die in diesem Bereich sind, da wirklich auch ein Business zu betreiben, unternehmerisch zu denken, als Geschäftsfrau zu agieren. Mhm. Okay. Ja, unter anderem natürlich steht dann drin, was wichtige Faktoren sind. Natürlich sich zu positionieren, in die Sichtbarkeit zu kommen. Wie mache ich das? Wie mache ich das überhaupt in meinem Geschäftsalltag? Und wir sind halt auch die Profis für Automatisierungen, Digitalisierung, auch im Kosmetikbereich. Und da gibt es noch ganz viel zu tun. Okay, alles klar. Also ich sehe große Pläne auf jeden Fall. Noch einiges, was da auf uns zukommt. Wir werden auf jeden Fall auf das Buch unter dem Video nochmal verlinken. Mhm. Wie kann man sonst mit euch in Kontakt treten? Habt ihr einen YouTube-Kanal, Podcast oder macht man ein Erstgespräch bei euch? Genau, einfach über ein Erstgespräch melden. Das können wir auch, wenn es okay ist, gerne verlinken. Klar. Weil dann machen wir immer ein ausführliches Anamnesegespräch, schauen, wie wir der Kollegin oder der Kosmetikerin weiterhelfen können. Und ja, und dann können wir die nächsten Schritte besprechen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die spannenden Insights. Vielen Dank. Danke euch. Und euch danke ich vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.